Hallo, meine Wundervollen. Entschuldigt bitte, dass ich euch mein nacktes Gesicht einfach so präsentiere und ungeschont. Aber es muss sein, wir müssen über meine Haarsituation reden und da passt dieses Gesicht gerade am besten dazu. Bevor ich mir das Vermilion Red in die Haare gemacht habe, habe ich versucht, über das Internet rauszufinden, wie das denn aussieht, wenn das rausgewaschen ist. Und ich konnte wirklich nichts finden. Es gab keine Vermilion Red ausgewaschenen Before-After-Bilder irgendwie für mich zu sehen. Und aus diesem Grund sitze ich jetzt hier mit meinem rausgewaschenen Vermilion Red. Schaut es euch an. Ich weiß nicht genau, auf welcher Farbskala ich mich gerade bewege. Erstaunlicherweise sieht es auch in der Kamera noch viel besser aus, als es in echt aussieht. In echt sehe ich aus wie, ja, ausgewaschen halt, ne? Unten ist die Farbe schon fast wieder raus, sie sind voll gelb und oben sind sie jetzt noch so... So sind sie halt jetzt gerade. Also wenn du auch schon immer mal wissen wolltest, wie Vermilion Red ausgewaschen aussieht, hier ist die Wahrheit, die ungeschönte Wahrheit. So sieht das aus. Ja, ich war im Meer, ich war im Pool, ich war überall. Ich habe Dreads verloren. Viele der Extensions hängen nur noch am seidenen Faden und müssen dringend repariert werden. Ich habe also einen ganzen Tag voller intensiver Dreadpflege vor mir, die Extensions ausbessern. Und wenn ich das dann alles gemacht habe, dann kommt eine neue Farbe in meine Haare. Ich habe mir dieses Lila gekauft. Das gibt es bei Rossmann. Das kostet, glaube ich, 8 Euro. Ich bekomme leider kein Geld für diese Werbung. Aber wenn ihr mir Geld für diese Werbung geben wollt, bitteschön, seid frei, dies zu tun. Also, am Ende des Videos machen wir Lila in meine Haare. Reparieren wir zuerst doch mal die Dreads. Wow, okidoki. So, alle Dreads repariert, alle Extensions wieder reingemacht, dünne Stellen ausgebessert. Jetzt kommt die Farbe rein. Leute, ich habe das Ding schon mal ausgepackt. Diese Tube ist doch wirklich mal sehr schön, oder? Hui, ich bin total aufgeregt. Schaut doch mal, wie hübsch diese Tube ist. Ich bin... echt angetan und freue mich auf die neue Farbe. Ich hoffe, ihr auch. Drückt mir die Daumen, dass es gut aussieht, oder? Also, los geht's. Okay, so sieht's aus. Einmal ohne Schminke, lilane Haare. Ja, ja, Ina Maria Blaubeer hat jetzt lilane Haare mit roten Bla und... Und jetzt noch die Schminke. Und da bin ich wieder. Hui, jetzt bin ich fertig und geschminkt. Ich gehe heute Abend aus. Es ist nämlich Samstagabend. Ich finde, es ist super geil geworden. Gewöhnungsbedürftig, aber cool. Irgendwie so. Ja, ich würde sagen, jetzt sehe ich so aus, wie ich aussehen sollte vielleicht in meinem Leben. Keine Ahnung. Ich mag's. Wer hätte gedacht, dass ich mit lilanen Haaren so glücklich sein könnte? Hallo Papa, Entschuldigung, dass ich dir das nicht vorher gesagt habe. Du wirst mich ja dann zu Weihnachten mit wahrscheinlich pastellfarbenen Haaren sehen. Ja, also das ist auf jeden Fall wieder auswaschbare Farbe. Was ich nicht bedacht hatte, da scheinen Weichspüler drin zu sein. Die Dreads sind super mega weich geworden. Ich hoffe, es wird mir nicht zum Verhängnis und die fallen alle aus. Also jedenfalls habe ich heute den ganzen Tag mit mir alleine verbracht und da sind mir natürlich auch so der ein oder andere Gedanke durch den Kopf gekommen und damit möchte ich nämlich das Video abschließen. Es hat mir mega, mega gut getan, heute den Tag mit mir selbst zu verbringen und ich lade dich ein, dies auch mal auszuprobieren. Wenn du keine Dreads hast, mach ein Beauty Day nur für dich und wenn du Dreads hast, herzlich willkommen in der Dread Zone, denn jeder, der Dreads hat und diese Dreads pflegt, der weiß, dass er mindestens einmal im Monat sich um diese Dreads kümmern muss. Ansonsten fangen sie nämlich an, scheiße auszusehen. Und wenn man sich diese Zeit nimmt und mit seinen Haaren Dreads verbringt, kann das sehr meditativ sein.
Für mich war das heute sehr meditativ. Ich fühle mich jetzt sehr gut. Ich mag auch die Farbe total gerne. Ich habe diesmal nicht Angst, rauszugehen, sondern werde rausgehen heute Abend. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann drück doch bitte mal auf das Däumchen nach oben. Und wenn es dir richtig gut gefallen hat, leite es bitte an alle deine Freunde weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir, schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder schreib mir eine E-Mail. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich ganz, ganz doll für deine Aufmerksamkeit. Und ich wünsche dir Sonne im Herzen.